Das ist Johannes Schlüter, Zukunftsbeauftragter der deutschen Autoindustrie. Er soll dafür sorgen, dass unsere Autobauer auf Jahre hinaus unschlagbar bleiben. Herr Schlüter, die Konkurrenz schläft nicht. Apple baut gerade ein Elektroauto. Apple? Und dann ist mitten auf der Autobahn der Akku all oder was? Ich zeige Ihnen mal was. Geil. Also Sie und Ihre gesamte deutsche Autoindustrie, Sie stehen ja voll auf diese Verbrennungsmotoren, oder? Sind Sie ein Benzin-Junkie? Aber keineswegs. Ich habe doch auch ein Elektroauto entwickelt. Fortschritt durch Vorsprung. Made in Germany. Gucken Sie mal hier. Und wie lange fährt das? Naja, bis dem Steckdosentruck das Benzin ausgeht, ne? So, Fräulein Brigitte, da sind wir wieder. Okay. Ist das die neue Spezialkaffeemaschine? Sehr gut. Gab es irgendwelche Anrufe? Ja, ein Verbraucherschutzanwalt aus den USA hat angerufen. Er bittet um Rückruf. Von 5 Millionen VW-Dieselfahrzeugen. Scheiße. Der Abgasskandal beschäftigt Schlüter sogar in seiner Freizeit. Zusammen mit seiner Frau tüftelt er an einem sauberen Diesel ohne Betrugssoftware. So, Helga, dann guck doch mal, ob der Auspuff jetzt weniger rußt als vorher. Scheiße. Ja, aber Benzin ist doch total schlecht für die Umwelt. Nochmal kurz zurück zum Elektroauto von Apple. Apple. Ich sag Ihnen mal was. Wenn Apple jetzt Autos macht, dann machen wir Computer. Hier zum Beispiel unser neues Tablet. Fortschritt durch Vorsprung. Made in Germany. Und das Gute ist, nie wieder Probleme mit dem Akku. Denn dieses Ding läuft mit Benzin? Ja, genau. Woher wussten Sie das? Und auch der IT-Gigant Google mit seinen selbstfahrenden Autos macht Schlüter und seiner Autoindustrie keine Angst. Selbstfahrendes Auto habe ich doch längst erfunden, hier. Tja, das ist Fortschritt durch Vorsprung. Made in Germany. Johannes Schlüter. Ein Mann bringt die deutsche Autoindustrie mit Vollgas in die Zukunft.